Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Forest. Und hier kommt er aus seinem Holzverschlag mit einem Kampfgewicht von 205 Pfund. Was wird er tun? Was wird er heute in Angriff nehmen? Ja, das wisst ihr doch genau. Wir werden das Projekt beenden, was hier schon ja seine Form angenommen hat. Schön noch zwei Schichten an Wänden drauf. Dann haben wir das soweit fertig, dass wir dann die Aussichtsplattform errichten können. Dann noch ein paar Wände draufgesetzt. Oben dann schön das Dach und den Abschluss gesetzt. Dann hätten wir das Projekt endlich beendet. So weit ist es aber noch nicht. Wir können und wir wollten auch hier hinten noch einen schönen Leuchtturm errichten. Da können wir doch die Grundform oder das Fundament schon einmal setzen. Das muss nicht unbedingt gerade werden, das muss nicht unbedingt schön aussehen, soll aber eine ordentliche, schöne, große Fläche zur Verfügung stellen, die wir dann später nutzen können, die wir dann später ausbauen können. Die Frage ist, wie groß genau? Wenn wir das jetzt hier ansetzen würden, nur mal angenommen, und würden das, ach nein, wir lassen noch ein bisschen Platz zwischen Plattform und Wand, wenn wir das jetzt hier so nach hinten ziehen würden, wird auf jeden Fall ziemlich hoch die ganze Geschichte hier. Ja, das muss dann auch ordentlich ausgeglichen werden. Hier schön gerade bis dahin. Ja, dann ist diese Seite gerade. Und hier hinten können wir schön an der Mauer entlang gehen. Bis hierhin. Moment. Da setzen wir noch einen Zwischenbalken da. Und bis hier. Na, komm, komm, komm. Auch wieder gerade, wenn ich bitten darf. Bis dahin. Ja, das hat auch mal eine ordentliche Größe. Bis dahin. Aber ehrlich gesagt, für so einen richtig schönen großen Leuchtturm. Nee, da ist das dann doch noch etwas zu mickrig. Ach ja, tut mir leid. Wir probieren das Ganze noch einmal. Wir fangen aber hier auf der Seite diesmal an. Welche Höhe brauchen wir denn ungefähr? Ach. Dann fangen wir halt doch hier an. Was soll's? Schön hier auf die Höhe gesetzt. Schön den ganzen Platz ausgenutzt. Ja, egal, wenn jetzt hier... Na gut, obwohl doch nicht ganz so egal. Dass da wieder Gras im Boden wächst. Das ist wieder ein Stück zu hoch. Das altbekannte Problem mit der Fummelarbeit jetzt hier. Ja, soll so reichen, soll so genügen. Einigermaßen gerade so. Jawohl. Ist das jetzt wirklich so gerade? Bis hierhin. Sieht danach aus. Wir kontrollieren und zur Not korrigieren das zum Schluss nochmal. Dahin gesetzt. Bis jetzt geht das Spiel wieder los. Bis, na komm, komm, komm. Bis dahin. Ah, wieder ein Stück zu weit. Dahin. Ja, das muss so klappen. Das muss so funktionieren. Alles gerade.
An der Seite steht nichts über, was abgeschnitten werden müsste. Hier sieht das auch in Ordnung aus. Und die Seite kann auch so abgenommen werden. Ja, steht das? Fläche ist bereit, gebaut zu werden. Nimmt auch wieder ordentlich Platz hier von unserem Gebiet ein. Ah, das wird wieder ein Projekt werden. Braucht 245 Baumstämme allein für die Plattform. Ja, das zaubere ich doch mal schnell eben dahin. Nun gut, setzen wir noch da oben die Wände drauf. Und dann dürfte die Sonne auch schon wieder untergehen und sich der Tag dem Ende neigen. Hier sieht man auch wieder alles so wie geplant. Naja, mehr oder weniger. Das kleine Eckchen da oben hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was soll's? Mein Gott. Sieht doch auch ganz schön so aus, oder? Hier wieder mit schönem, geschmeidigen Weg nach oben. Dann, wie erwähnt, die Wände hier noch drauf gesetzt. Zwei Etagen davon sollten genügen. Dann nochmal mit Zwischendecker. Dann die Aussichtsplattform. Und dann noch etwas weiter nach oben gebaut. Ach, herrlich. Da können wir hier ordentlich Rundblick verschaffen. Einmal hier und einmal hier noch das Fenster. Genau, und an diese Seite setzen wir dann die Treppe in die nächste Etage. So steht der Plan. So wird's gemacht. Und nun wird's aber auch schon wieder dunkel hier. Begeben wir uns mal zurück in Richtung Bettchen. Fehlt allerdings auch überall noch hier die Einrichtung. Das wäre auch noch ein Plan. Da lässt sich allerdings noch viel unterbringen hier. Viel Platz zur Verfügung. Das Problem muss auf jeden Fall auch noch weg. Sollte sich doch irgendwas finden lassen. Gut, gut, dann mal zurück in die Federn. Nochmal im alten Haus verweilt, nochmal hier geschlafen. Na, oder auch nicht. Das habe ich mir wohl so gedacht. Ja, dann wird es nichts mit Schlafen hier. Was machen wir denn da? Müssen wir doch die Dekoration schon verteilen. Dann kannst du aber auch mal das Feuerzeug hier anmachen. Sonst rennst du immer bei Tag mit Feuer rum und jetzt bei Nacht, wo du es mal gebrauchen könntest. Mitdenken ist die Devise. Mitdenken heißt es. Wie regeln wir jetzt das Problem hier? Wir könnten mal ordentlich Lichtverhältnisse hier in das gute Stübchen reinbringen. So ein guter, schöner Kronleuchter aus Knochen. Das hat doch Stil. Das bringt den ein oder anderen Optikpunkt. Ah, so vielleicht. Nochmal angeschaut. Ja, sollte eigentlich ungefähr in der Mitte hängen. Nehme ich. Knochen, naja, die Schädel und die Knochen, die habe ich noch zur Verfügung. Die holen wir uns gleich. Aber was machen wir noch hier? Eigentlich könnten wir noch einen Raum abgrenzen. Dann können wir hier auch eine Mauer durchziehen, die vielleicht den Baum sogar mit sich reißen wird. Probieren wir das Ganze doch mal aus. Eigene Wand. Ja, wenn wir da durch müssen, setzen wir hier an. Da Pause gemacht. Und hier beendet. Ja, Moment. Das
Hat man schon mal besser gesehen. Angesetzt und durchgezogen. Leute. Das muss doch hier einigermaßen gerade drin sein. Hat keiner gesehen. Ich habe das nicht so hier, wie mir scheint, mit der Brauerei. Das kann man doch nicht so, das kann man niemandem erzählen, kann man das nicht hier. Jetzt wird durchgezogen, jetzt, egal wenn es krumm wird. Das andere alles ist auch nicht gerade. Dann brauchst du das auch nicht zu werden hier. Setzen hier die Tür hinein. Das wäre fein, wenn das auch ohne die Tür gehen würde. Aber naja. Geht wohl nicht so, wie ich das will. Dann das gebaut, dann die zweite Wand noch draufgesetzt, dass das hier auch zu ist. Und ich hoffe, das Problem mit dem Baum hat sich dann erledigt. Dann könnte man nämlich auch hier schon beginnen, ein schönes Bettchen hineinzustellen. Uiuiuiui, das ist aber... Eieieiei, also gerade ist... Naja. Wir lassen das jetzt einfach so. Nehmen das so hin, wie es gegeben ist. Dann, achso, da muss ich bei, ja genau, bei Möbel. Und... Na gut, fangen wir mit dem Kleinbett an. Was soll's? Hier ins Eckchen, schön neben das Fenster. Gut belüftet. So will ich das haben. Ja, brauche auch wieder ordentlich Material, ich weiß. Was gibt es noch Schönes für uns? Einen Tisch. Na, auf jeden Fall. Hier so schön an die Wand. Obwohl, nein, nicht in den Weg. Dann doch eher hier an die Wand. So rum? Ja, doch, nehmen wir so rum. Schön noch ausgerichtet das Ganze. Dran gesetzt, jawohl. Dann gibt es auf der Seite hier so ein schönes Stühlchen. Auf der Seite auch nochmal. Na, wirst du wohl. Genau. Das Fell kann schon dran. Habe ich noch in der Tasche. Und hier vorne an der Stirnseite gibt es einen schönen Knochenstuhl. So. Na, das hätte noch ein bisschen weiter nach vorne gekonnt. So, vielleicht. Na ja, doch. Kann man nehmen. Nehme ich auch so. Dann auf jeden Fall über den Tisch noch so einen schönen Rahmen hier. Dann könnte man aber auch... Wo haben wir denn die Trophäen? Wollte ich eigentlich nehmen, aber hier so zwei Schädel. Würde doch auch passen. Einer links, einer rechts davon. Ja, genau. Ist das mittig ungefähr? Jawohl. Dann machen wir das ja auch in etwa mittig. Auf der Seite auch nochmal. Ja, jetzt bekommt das Ganze doch die gewisse Note hier, die es braucht. Da dann das Licht noch gesetzt. Ach, wir holen mal schnell ein paar Knochen und ein paar Schädel.
Haben ja jetzt sowieso nichts Besseres zu tun. Na gut, wir müssen gleich mal kurz zur Speisekammer. Da gibt es ein kleines Problem. Oh, hier sind die Schädel aber auch schon knapp. Ich hoffe mal, ich habe vorne noch welche. Da ist auch wieder Besuch unterwegs. Ja, eigentlich könntet ihr mir ja die Schädel liefern dafür, ne? Zwei Stück, zwei Schädel könnte ich noch gebrauchen, um die Taschen zu füllen. Du bietest dich an, also was spricht dagegen? Nummer eins habe ich schon mal. Ja, der andere hat sich schon ergeben. Naja, dich nehme ich trotzdem mal mit. Was man hat, hat man. Hier war doch so ein komisches Knochenkistchen versteckt. Da mal die Tasche voll machen. Na, komm, da geht noch. Dich nehme ich mit. Oh, uiuiui, jetzt muss ich mal schnell zur Speisekammer. Da wird's knapp. Dich lege ich mal hier ab. Hier, oh, hier muss ich auch noch ein Lichtchen hinsetzen. Auf jeden Fall. Mache ich jetzt gleich. Hier noch. Ja, so schön davor. Einmal da. Da steht zwar schon eine, aber was soll's. Dann hier auch noch eine mit hin. Da sind die zwei Schädel zwar schon weg, aber naja. Trinken. Haben wir noch ein bisschen was in der. Vor in der Vorratstasche und das ist auch erledigt. Wunderbar. Kommen die Fackeln, die werden jetzt noch schnell gebaut. Stöcke brauchen wir sowieso. Dann sende ich mal das ganze Gebüsch hier weg. Und wer macht Krach? Na, nicht, dass sich wieder jemand hier in mein kleines Gebiet reinschleicht. Sowas sehe ich ungern. Und wenn, dann will ich Eintritt. Wenn schon, denn schon. Kostenlos gibt's hier nichts, gibt's hier nicht, nee. Reicht erstmal, genügt. Dafür und dafür. Was mache ich mit dir? Und nee, dafür brauche ich wieder Stoff. Den habe ich jetzt nicht gerade so viel, dass ich das verschwenden könnte. Das fertiggestellt. Und hier ein Hasenfell. Na, das ist doch machbar. Den Rest da dran geklatscht. Und dann sind die Taschen auch schon leer. Dich nehme ich mal mit zur Verarbeitung. Muss ja davon eh die Schädel aus dem Katapult holen. Und mir scheint so, wir müssten die Schädelproduktion einmal neu in Gang bringen. Für das Vorhaben. Da fehlen noch die ein oder anderen. Naja. 1, 2, 3. Oh, jetzt wird es auch wieder Tag. Sehr schön. Freut mich. Moment mal. Ach so, das Zeug habe ich ja umgestellt. Ich suche schon. Dann packe ich das Ding ja mal voll. Nehme dich auch gleich mit. Bist du schon durch? Bist du schon fertig? Nein. Mensch, Junge, beeil dich mal. Ich hab doch noch zu tun. Was? Ich hab doch wieder irgendwas gehört hier. Ich hoffe mal, dass das da unten war.
Hier, da rennt er. Da sehe ich dich doch. Er hat seinen Spaß. Dich nehme ich mit. Bring dich noch mal darüber. Oh, Moment. Hier waren ja auch Knochen. Gar nicht leer gemacht, die Tasche. Ach nee. Ich habe jetzt welche aufgesammelt. Stimmt, stimmt, stimmt. Moment. Die eine Wand, die kann ich doch von hier draußen bauen. Das sehe ich doch. Ja, funktioniert. Na. Nummer 1. Na, dann machen wir das hier noch mit der Wand fertig. Hier die Schädel dran. Da die Knochen. Noch was in der Tasche? Nein, das war's. Schnell noch die. Na, kommst du? Komm ich von hier? Nein, komme ich nicht. Na, ärgerlich. Na, komm mal mit, mein Junge. Na, wirst du wohl. Für die Wand reicht es ja zum Glück noch. Ach, hoffentlich geht der Baum weg. Hoffentlich geht der Baum weg. Hoffentlich geht der Baum weg. Sonst muss ich mir da etwas anderes einfallen lassen. Super, wie das funktioniert. Ja, toll. Herrlich. Ach, das ist doch alles Mist, ist das doch. Wer macht denn sowas? Muss ich denn doch was unter die Plattform bauen? Nun denn, das bekommen wir schon irgendwie in den Griff. Das wird schon irgendwie geregelt. Dich nehme ich wieder mit. Jawohl. Dann können wir. Was können wir denn jetzt noch Schönes machen? Ach, wir hängen noch mal schnell die Speisekammer voll. Alt, hier haben wir ja auch noch was. Dich nehme ich noch mit. Wenn sich das so einmal anbietet, ja, mein Gott. Nochmal zurückgeschafft. Baumstämme 303. Ja, bis zur nächsten Folge werde ich das wieder nicht schaffen. Wird dann wieder erst in der übernächsten Folge zu sehen sein, wie alles fertiggestellt wird oder ist. Aber das sollte ja vertretbar sein. Hier. Diesmal von der Seite ran. Brauchen wir denn eigentlich hier drin noch mehr Baumstämme? Abgesehen von dem Tisch? Nö, oder? Das war's. Ja, wie würde das denn funktionieren, wenn wir jetzt hier noch. Moment, wo haben wir es? Hier Tisch, Beistelltisch. Einmal so einen kleinen Beistelltisch. Nebens Bett. Ja, wenn es denn nicht immer so schief sein würde. So. Gefällt mir noch nicht. Na, Moment. Wieso bist du denn so schief? Mein Gott. Da hingesetzt. Naja, nicht viel besser als vorher. Na. Nehme ich hier noch eine Bank daneben. Und dann war es das. So. Na, komm. Genau. Du da dran.
und dich noch leer gemacht. Und dann ist Ende Gelände für heute. Bank, Tisch, zwei Stück noch. Dann reicht das. Aber leider nicht für den Baum. Ach, hier wollte ich noch die Wand draufsetzen. Na komm. 10 Stück. Naja, heute nicht mehr. Dann in der nächsten Folge stellen wir uns wieder hier schön an die Klippe, schön mit Ausblick auf unser kleines Bootshaus, auf unser kleines Strandhaus. Und können damit die Folge auch wieder sehr schön mit Ausblick genießen und beenden. Ah, wunderbar. Aber ein bisschen Besuch wäre schon nicht schlecht. Hat sich denn jemand noch verfangen? Ah, die Fallen sind leer. Schade. Nichts mehr zum Spielen, nichts mehr zum Betrachten. Naja, dann lassen wir das für heute sein und beenden die Folge hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.